In diesem Video möchte ich einmal zeigen, wie man aus einer relativ langen und komplizierten Aussagen logischen Formeln mit Hilfe von logischen Identitäten so eine kleine handliche und äquivalente aussagenlogische Formel erstellt. Man kann sich vorstellen, dass dazu eine Menge Zwischenschritte nötig sind, die den Platz hier zwischen ausfüllen werden, und das schauen wir uns im Detail mal an. Das ist die Übersicht der einzelnen Schritte und die gehen wir jetzt mal Stück für Stück durch. Wir starten oben in der ersten Zeile und wir haben hier jeweils Implikationen und der erste Schritt besteht darin, dass wir diese vier Implikationen loswerden wollen. Dazu nutzen wir eine logische Identität, die genau das macht. In unserer Liste der bislang betrachteten logischen Identitäten ist es die hier ganz unten. Aus einer Implikation wird eine Disjunktion gemacht, wobei man hier vorne noch das Nicht, also die Negation, beachten muss. Für die erste Implikation haben wir das hier mit dem Nicht dort. Für die zweite Implikation haben wir das hier mit dem Nicht dort. Für die dritte Implikation haben wir das hier mit dem Nicht dort. Und für die vierte haben wir es hier mit dem Nicht an dieser Stelle. Der Übergang zwischen diesen beiden Zeilen sorgt nun dafür, dass die doppelten Negationen jeweils verschwinden. Sie heben sich ja gegenseitig auf, der Rest bleibt unverändert. Weiter mit dem Übergang zwischen diesen beiden Zeilen. Es wird hier und hier jeweils das Distributivgesetz angewendet. Heraus kommt dieses bzw. dieses. Alles andere bleibt unverändert. Bei diesem Übergang betrachten wir diese Klammer und diese Klammer. Aufgrund des Kommutativgesetzes können hier ja diese beiden Aussagen in der Reihenfolge tauschen und wir haben dann zwei identische Klammern. Aufgrund der Idempotenz kann eine von beiden entfallen. Wir streichen also diese hier und der Rest wird unverändert übernommen in die nächste Zeile. Weiter geht es hier. Wir betrachten diese Klammer und diese Klammer. Das Distributivgesetz wird angewendet und alles, was danach übrig bleibt, ist nur noch dieses eine K. Das mag an dieser Stelle etwas verwirrend sein, deshalb können wir das vielleicht ein klein wenig auflösen. Also wir haben ein nicht W oder K und ein W oder K. Und das können wir über die Distributivgesetze ja vereinfachen zu einem nicht W und W oder K. Und da sieht man schon, was da passiert, dass wir nämlich nicht W und W haben. Das ist ein Falsch, das ergibt einen Wahrheitswert 0. 0 oder K gibt wieder den Wahrheitswert K und das ist auch genau das, was hier übrig bleibt. Also dieser Kasten, den ich jetzt hier einrahme, der ist der Zwischenschritt, der mit Hilfe des Distributivgesetzes dazu führt, dass dieses und dieses eben sehr klein komprimiert werden kann. Weiter geht es hier und zwar mit dieser Klammer und dem K. Nach dem Absorptionsgesetz bleibt nur dieses K übrig. Ebenfalls das Absorptionsgesetz wird in diesen beiden Zeilen angewendet, also hier und hier haben wir die beiden Klammern, die es betrifft. Und da muss man erkennen, dass W oder R ja genauso hier in dieser Klammer wieder auftaucht, nur Reihenfolge getauscht. Da ist der Hinweis wieder auf das Kommutativgesetz, wodurch man diese Reihenfolge ja auch tauschen kann. Und es fällt also in der Tat das nicht K weg und es bleibt dann hier nur noch W oder R übrig, da man diese Teile ja nicht doppelt braucht. Und damit sind wir jetzt schon fertig, denn dieser Teil wird jetzt hier nur noch einmal etwas enger und schöner zusammengeschrieben. Aber wir haben alle Zwischenschritte gesehen, die man jetzt hier machen kann oder machen muss, um eben von der obersten Zeile auf die unterste Zeile zu kommen. Es gibt sicherlich noch andere Wege, andere Möglichkeiten und andere Reihenfolgen, in denen man diese logischen Identitäten anwenden kann. Aber man wird letztendlich, sofern man richtig rechnet, immer in der untersten Zeile landen, bei dem K und in Klammern W oder R.
Zum Schluss noch einmal der Blick auf die Liste mit den logischen Identitäten. Nicht vergessen, viele von den hier aufgelisteten Gesetzen haben wir gerade eben angewendet. Ich habe jeweils immer darauf verwiesen, auch wenn ich nicht immer hierher geschaltet habe und hier das entsprechende Gesetz auch eingerahmt habe.